Eine halbe Stunde regnet es, dann hagelt es, auf einmal kommt die Sonne wieder. Das ist sehr wechselhaft, aber ja, muss man durch. Wir trainieren trotzdem und kämpfen uns da irgendwie durch. Sehr wichtig. Ich meine, den gibt es ja immer. Das ist, glaube ich, wichtig für den Kopf auch. Und ich mein, wir haben ja auch viele Möglichkeiten hier. Und ich glaube, das ist das Wichtigste jetzt für das Spiel am Sonntag, dass wir mit 100% ins Spiel gehen können. Gut vorbereiten, erstmal gut regenerieren, dann sind wir jetzt gut in die Woche gestartet, haben ja schon einige Sachen noch einstudiert für Sonntag, analysieren den Gegner jetzt noch morgen oder übermorgen. Und da sind wir hoffentlich bestens vorbereitet auf den Gegner, für den es ja um nichts mehr geht, aber für uns geht es ja noch um sehr viel. Und wir wollen einfach den dritten Sieg in Folge holen. Sehr konzentriert. Klar haben wir jetzt auch eine Menge Selbstvertrauen, aber wir sind jetzt nicht euphorisch, oder habe ich nicht das Gefühl, sondern schon das Gefühl, dass wir wissen, dass wir auf jeden Fall noch einen weiteren wichtigen Schritt zu gehen haben. Und wir sind auf alles vorbereitet. Wir wissen, dass wir eventuell die Klasse direkt halten können. Wir wissen, dass wir vielleicht noch zwei Spiele nach Aue haben. Und von daher denke ich, dass wir einen guten Mix haben aus Lockerheit und Anspannung. Ich habe unzählige Nachrichten von den Fans bekommen, auch Videos geschickt bekommen und wir haben es ja auch nach dem Spiel miterlebt und vor dem Spiel. Also wir sind sehr dankbar für die Unterstützung und der Funke springt über. Wir wissen, dass wer dahinter uns steht und versuchen am Sonntag die Klasse für die Fans zu halten.